ihr meine Videos verfolgt und wir uns bald wiedersehen. Tschüss! Ja, schönen guten Abend. Ich bin's wieder, aber dafür interessieren Sie sich wahrscheinlich reduzierter. Die Veranstalter, zu denen ich unglücklicherweise mit dazugehöre, kamen auf die absurde Idee, Regulierer interviewt YouTuber. Nun muss man sagen, dass ich der nachweislich schlechteste Interviewer aller Zeiten bin, aber mir kann ja an Ihrer Seite kaum was passieren. Ein beeindruckendes Video. Ich stelle fest, Sie haben auch das ein oder andere Potenzial bei sich heben können. Das war wie ist das Gefühl, wenn Sie das heute so sehen? Also erstmal möchte ich Sie alle begrüßen. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und erstmal, ich wusste nicht, dass das ganze Video gezeigt wird. Ich dachte, so ein 10-20 Sekunden Ausschnitt. Aber es ist schon sehr lustig. Also ich gucke eigentlich gerne alte Videos von mir. Das gehört einfach zu mir. Ich habe ja auch alle meine alten Videos noch auf meinem Kanal hochgeladen, nichts gelöscht. Ist schon lustig, wie man sich so verändert hat die letzten Jahre. Haben Sie noch in Erinnerung, wie viel Resonanz das Video hatte? Also meinen Sie jetzt am Anfang? Ja, oder? Ja, das alle. Gott. Also wahrscheinlich erstmal gar keine oder 1, 2, 3 Views. Also am Anfang kam da nicht so viel. Und wird das dann schneller besser oder woran merkt man sozusagen, dass das anfängt zu funktionieren? Also ich finde, das war jetzt nun echt sozusagen sehr authentisch, aber wirkt ja jetzt noch nicht, als hätte man so einen Masterplan, was man jetzt die nächsten Tage vor... Also doch, schon auch, aber... So. Nee, ich bin ganz ehrlich, hatte ich auch überhaupt nicht. Das war eher eine super spontane Idee, dass ich überhaupt damit angefangen habe und ich glaube, so spontan ist dieses Video auch entstanden. Da ist ja auch nichts geschnitten gewesen und gar nichts. Woran merkt man, dass das Ganze größer wird? Ich weiß nicht, ich habe einfach Spaß daran gefunden, vor allem als dann wirklich mal das erste Feedback von den Zuschauern kam. Irgendwann bekam ich mein erstes Kommentar. Es war einfach, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, einfach hey, danke fürs Video oder hey, schönes Video. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und das hat mir irgendwie von Anfang an die Motivation gegeben und auch den Spaß daran irgendwie gegeben, immer weiterzumachen. Und ich habe das Ganze auch mit meinem Freund Julian ab der ersten Sekunde zusammen gemacht. Das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich habe sehr, sehr früh regelmäßig Videos hochgeladen. Und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen. Regelmäßig heißt, wie oft ist regelmäßig? Also momentan lade ich ja 2-mal ein Video in der Woche hoch. Das ist an festen Tagen, zu festen Uhrzeiten, damit die Leute einfach wie bei einer Sendung im Fernsehen Bescheid wissen, hey, dann kommt Bibis Video. Und diese Tage und Uhrzeiten habe ich echt so früh eingeführt und bis heute eigentlich auch noch kein einziges Video irgendwie ausfallen lassen. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber ich glaube, das war eine sehr gute Idee. Scheint so. Ich habe eine Zwischenfrage, die muss ich bei der Gelegenheit, wenn ich sie schon mal da habe, klären und das ist eben auch angesprochen worden. Also was sind Sie denn jetzt? YouTuber oder Influencer, Vlogger oder, also ich habe eben gelernt, Influencer darf man jetzt auch nicht mehr sagen, weil man damit ja influenzt und das will ja keiner. Das ist jetzt für jemanden, der mal 13 Jahre lang Lobbyist war, auch keine Logik, die sofort zwingend ist, aber das ist ein anderes Thema, das müssen Sie jetzt nicht verstehen. Also die Frage sozusagen an Sie, was würden Sie das bezeichnen, was Sie machen? Ich finde die Frage immer sehr schwer. Also ich werde das öfter gefragt und ich glaube, ich suche selbst noch nach einem guten Begriff für das, was ich alles mache. Ich weiß es nicht. Also von dem Begriff YouTuber bin ich irgendwie auch nicht so überzeugt. Ich glaube, bei vielen Leuten ist im Kopf irgendwie YouTube, Katzenvideos oder so ein bisschen in die Richtung. Das sagt irgendwie auch nicht wirklich das aus, was man macht oder was ein YouTuber wirklich macht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat jemand von Ihnen eine gute Idee. Naja, wahrscheinlich ist es am Ende ja auch egal. Sie haben ja auch einen Namen zur Not. Das ginge dann ja das auch. Stimmt, das ja. Ist, also insofern, ich komme ja aus der uralten Welt. Gucken Sie noch fern? Also fern, das ist dieses Lineare, Sie wissen, im Kasten und so. Ist inzwischen auch in Farbe erhältlich. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich fast gar kein Fernsehen mehr gucke. Das Einzige, was ich an Serien oder Filmen noch gucke, ist dann über Streamingportale. Lustigerweise habe ich letztens festgestellt, dass unser Fernseher überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich habe das, glaube ich, 3-4 Monate später, nachdem dieses ganze Fernsehsystem umgeschaltet wurde, erst mitbekommen, weil wir echt nie Fernsehen gucken. Gut. Ob es eine gute Idee war, von RTL zur Aufsicht zu wechseln. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Wobei wir ja uns ja schon dem Umstand annähern, dass es am Ende ist ja alles Total Video, insofern ist es ja auch egal. Sagen Sie, was mich auch interessiert, Sie haben ja jetzt doch eine deutlich höhere Anzahl von Followern, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind Sie die erfolgreichste weibliche, was auch immer das ist, YouTuberin, Influencerin, Größenordnung so 4,5, 4, mehr noch, ne? Also es war eine einigermaßen beeindruckende Zahl, 4,6 Millionen Abonnenten. Haben Sie über die letzten Monate, Jahre festgestellt, dass Sie sozusagen Dinge anders machen, dass Sie andere Themen setzen, also Ursprungsfeld des Beauty? So, muss man das weiterentwickeln oder ist es so, was ja auch okay wäre, dass man sagt, nö, das ist so mein Feld, da bleiben mir die Leute treu? Also ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe von Anfang an immer Themen in Videos verwandelt, die mich persönlich interessiert haben. Und natürlich habe ich dann auch irgendwann, als ich Zuschauer hatte, darauf geachtet, dass es meine Zuschauer auch interessiert. Ich glaube, da muss man ein gutes Mittelmaß finden. Und ich mache das Ganze jetzt seit 5 Jahren. Und ich bin natürlich auch älter geworden und habe mich auch ein bisschen verändert. Und ich glaube, so hat sich mein Kanal von den Themen auch immer mal wieder ein bisschen verändert. Es gibt Sachen, die habe ich vor 4 Jahren vielleicht auch schon gemacht. Die gibt es heute auch noch auf meinem Kanal. Aber natürlich ist auch sehr, sehr viel Neues dazugekommen. So, das ist ja jetzt, was Sie machen, eine durch und durch tagesfüllende Tätigkeit. Da kriegt man ja die Woche mit rum. Wir haben ja heute auch ein oder zwei Vertreter der Zielgruppe, unter anderem meine Tochter, die namentlich nicht genannt werden soll, aber die auch gerne um die Ecke kommt, sagt YouTuber. Auch eine interessante Tätigkeit. Wie anstrengend muss ich mir das vorstellen? Also ist das, ehrlich gesagt, ich stelle mir das relativ anstrengend vor, aber können Sie grob beschreiben und am Ende dann einfach mir zuliebe enden mit, das würde ich nicht machen? Also erstmal finde ich es ganz wichtig, nicht damit anzufangen, YouTuber werden zu wollen, weil man irgendwie sein Geld damit verdienen will und weil man jetzt irgendwie der Größte in irgendwas werden will. Ich glaube, dass man so einfach nicht zu dem Erfolg kommt. Das hat man, glaube ich, auch schon an ein paar Beispielen gesehen. Wie gesagt, ich habe das damals als Hobby mit meinem Freund zusammen angefangen. Wir haben uns am Anfang nichts dabei gedacht und es ist einfach eben aus dem Spaß heraus entstanden und groß geworden. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil gerade in einem YouTube-Video merken die Zuschauer, glaube ich, sofort, ob man eben gerade Lust darauf hat oder ob man schlecht gelaunt ist oder gerade nur etwas macht, weil es jemand von einem verlangt. Ich glaube, das bringt erstmal eh überhaupt nichts. Und jetzt habe ich den anderen Teil der Frage vergessen, worauf wir eigentlich... Der war einfach nur der Hinweis darauf, dass es wahnsinnig so anstrengend und ja, auch genau, ganz mein viele Alltag. Schattenseiten. Ja. Nein. Das mein Alltag, über. Ich weiß es noch, die Frage. Mein Alltag sieht so aus. Erstmal das ganze Thema YouTube, Social Media begleitet natürlich mein ganzes Leben, meinen ganzen Alltag. Ich stehe morgens auf und da fängt alles an, dass man auf sein Handy schaut, Kommentare liest, irgendwas postet und das begleitet einen natürlich durchweg durch den ganzen Tag bis abends oder oft auch nachts oder frühmorgens, wenn man dann irgendwann mal ins Bett geht. Und abgesehen von den ganzen Social-Media-Seiten kommt es ja, also müssen wir ja oder drehe ich ja auch sehr viele YouTube-Videos. Jetzt gerade habe ich ja auch so eine Aktion auf meinem Kanal, dass ich jetzt bis zum Ende des Jahres jeden Tag ein Video drehe. Da braucht man Themen. Ich glaube, ich habe mit meinem Freund Julian jetzt insgesamt schon so ungefähr 1000 Videos gemacht und da immer wieder ein neues Thema zu finden, was einem Spaß macht, was den Zuschauern Spaß macht, das ist gar nicht mal so einfach. Das, glaube ich, war am Anfang der Geschichte ganz optimistisch, dass es bei mir auch besser laufen könnte, denn Sie hatten angefangen damit, dass Sie morgens aufstehen und auf Ihr Handy gucken. Bis dahin kam ich noch mit und danach lief dann alles schief. Ich weiß nicht, ich habe auch keine Follower, ist auch egal. Aber Sie haben zu Recht gesagt, über 1000 Themen, das ist ja nun auch echt sozusagen ein Brett. Haben Sie das Gefühl oder muss man, das knüpft vielleicht an die Frage von vorhin nochmal an, muss man die Themen auch anders setzen, damit die Follower in den 5 Jahren, die man ihn natürlich nicht ansieht, aber die ja trotzdem passiert sind, sozusagen mitkommen oder wechselt irgendwann auch ein bisschen die Zielgruppe. Kann man das, also ich nehme an, dass auch das nicht so riesig geplant ist. Sie sind ja auch eine der Ersteren, die das machen, aber einen gewissen Erfahrungswert werden Sie wahrscheinlich inzwischen auch haben. Erstmal, ich merke schon, dass einige meiner Zuschauer mitwachsen. Aber natürlich kommen auch ganz, ganz viele dazu. Meine Followerzahl ist ja auch gestiegen und im Allgemeinen würde ich schon sagen, sind meine Follower auch über die Jahre älter geworden.
Ich muss noch mal ganz kurz auf das Berufsbild zurückkommen. Das ist jetzt auch noch mal ganz wichtig wegen der Berufsplanung meiner Kinder. Sie haben ja dann ganz offensichtlich, jedenfalls entnehme ich das Ihrem Umfeld, auch festgestellt, dass ein bisschen Professionalisierung auch nicht schadet. Können Sie das an was festmachen? Also bis wohin kommen Sie sozusagen mit dem, was Sie können und ja auch wollen? Wie Sie vorhin schon sagten, fand ich einen ganz guten Punkt, weil die Frage am früheren Nachmittag auch schon gestellt wurde, so will man einfach YouTuber werden oder hat man, ist es nicht umgekehrt so, dass man einmal Spaß hat und dann feststellt, dass das andere Leute irgendwie gut finden? So, das können Sie. Wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, so das fängt an, mir jetzt ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, ich kann das nicht alles alleine machen? Also je mehr Follower man bekommen hat oder ja, je mehr man gestiegen ist, irgendwann war der, also ich kann das nicht an einer bestimmten Zahl oder an einem bestimmten Moment ausmachen, aber ich schätze so, nachdem ich das 1,5 Jahre gemacht habe, habe ich gemerkt, hey, so ein bisschen professionelle Unterstützung wäre in der einen oder anderen Richtung vielleicht gar nicht so schlecht. Man entwickelt ja dann vielleicht auch andere Pläne in der Zeit, andere Ziele, die man vielleicht nicht alleine erreichen kann. Dann bekommt man irgendwann natürlich auch viele Anfragen und um das Ganze einfach so ein bisschen professioneller aufzubauen und einfach auch neben der ganzen täglichen Arbeit, die man dann irgendwann damit hat und die auch immer mehr wird, einfach ein bisschen Unterstützung zu haben, haben wir uns dann ein Management gesucht, ja. Das ist, war jetzt die wichtige Botschaft für all die, die nicht YouTuber werden wollen. In dem Umfeld gibt es auch ganz normale Jobs, die man sozusagen machen kann. So, das heißt, aber das ist der Eindruck, den man natürlich auch von außen haben muss. Es ist schon so, dass wenn man das sozusagen der Professionalität, wie Sie betreibt, dann ist das eben eine kleine Unternehmung. Ne, das kann man ja so sagen. Das ist auf jeden Fall. So, also mit klein meine ich komme gleich zur Begrifflichkeit, ganz ruhig. Also, also heute geht es, die Überschrift, die wir uns für diese Veranstaltung ja auch gegeben haben, ist sozusagen Beruf YouTuber. Das ist ja schon fast eher Unternehmerin? Ja, also ich finde es schwer, da irgendwie einen Begriff jetzt für mich zu suchen. Auf der einen Seite mache ich eben diese kreativen YouTube-Videos, die aus Spaß entstehen und womit ich die Menschen unterhalten will. Auf der anderen Seite habe ich ja zum Beispiel auch ein Unternehmen gegründet, eine Marke, Bilou. Und ja, in dem Aspekt bin ich natürlich auch Unternehmerin, aber mich da irgendwie unter einen Überbegriff zu setzen, auch das finde ich schwer. Bilou ist ein schönes Stichwort, extrem erfolgreich als Marke sozusagen, ja auch konsequent die eigene Kompetenz und das, was man ausstrahlt und erzählt, fortentwickelt und in die Märkte gebracht. Damit nähern wir uns dem ernsteren Thema, das wir heute schon ein, zwei Mal angesprochen haben. Kennzeichnung, Umgang mit der Kennzeichnung, das ist ja dabei auch ein Bereich. Ich kann sagen, deswegen ist der Spannungsbogen vielleicht ein bisschen raus, aber die LFM und sie eint ja sozusagen ein guter, wie ich finde, auch konsensualer Kontakt, bei dem wir bisher festgestellt haben, dass wir das, was wir sozusagen als wesentlich ansehen, bei Ihnen auch wiederfinden, worüber wir uns auch freuen, weil das natürlich beispielgebend ist. Die Frage ist erstens, oder die erste Frage, die ich hätte, ist, und das finde ich in der Diskussion, die jetzt so läuft über das Thema Kennzeichnung, haben Sie den Eindruck, dass das einen positiven oder negativen Effekt hat? Also wir hören manchmal dieses, naja gut, aber ich kann die Werbung doch besser verkaufen, wenn ich sie sozusagen nicht kennzeichne. Und ich weiß immer nicht, ob das stimmt sozusagen. Können Sie irgendwie, also nun haben Sie ja gekennzeichnet, deswegen wissen Sie vielleicht nicht, wie es anders gelaufen wäre, aber Sie kennen ja vielleicht noch ein, zwei andere, Sie müssen mir ja die Namen nicht verraten. Aber was ist so Ihr Eindruck? Also natürlich ist das alles ein Prozess, der ja auch noch gerade läuft und der irgendwann mal angefangen hat. Irgendwann kamen ja diese ganzen Richtlinien, die dann entstanden sind und ich glaube, mittlerweile ist das einfach so verbreitet schon und glaube auch in den meisten Fällen so normal geworden, dass ich jetzt weder positives noch negatives Feedback von meinen Zuschauern zum Beispiel bekomme. Das wird halt so hingenommen. Das muss halt gemacht werden. Das ist halt einfach normal und es wird so gemacht. Also deckt sich ja ein bisschen mit, wieder aus der alten Welt kommt der Erkenntnis, dass wenn man eine Sendung, die 3 Stunden dauert und bei der Leute auf einem Bock einen Eiskanal runterfahren, Dauerwerbesendung nennt, passiert ja auch nichts Schlimmes. So, das funktioniert ja. Also insofern finde ich der Eindruck, das deckt sich ja ein bisschen mit dem, was wir auch sagen. Sagen Sie, würden Sie sagen, dass Sie, oder ist das für Sie so, dass Sie sagen, naja, also mir folgen so viele, ja auch junge Menschen, dass Sie eine besondere Verantwortung haben?
Also auf jeden Fall hat man eine Verantwortung und eine Vorbildfunktion, die ich mir auch bewusst bin und wo man sich auch oft Gedanken drüber macht. Kann ich das so machen? Möchte ich das so veröffentlichen? Was kann ich eigentlich alles veröffentlichen? Das ist ein Thema, was mir eigentlich sehr wichtig ist. Und die Reichweite, die ich habe, die versuche ich auch eben oft in der Hinsicht zu nutzen. Ich habe zum Beispiel schon eine langjährige Kooperation mit Always, wo ich zum Beispiel jungen Mädchen versuche, so in die Richtung Periode, Erwachsenwerden ein bisschen aufzuklären und ihnen vielleicht in so einem bestimmten Themen, wo es vielleicht unangenehm ist, mit den Eltern drüber zu reden, aber mir zuzuhören, macht das Ganze vielleicht einfacher, so ein bisschen aufzuklären. Und ja, es gibt viele Videos eigentlich auf meinem Kanal, die so ein bisschen auch eine aufklärende Richtung haben. Ja, doch, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, da auch immer drauf zu achten. Haben Sie sich, das ist, weiß ich nicht, ob die Frage doof ist, aber das könnte ich mir vorstellen, wenn man so einen hohen Videodurchsatz erzeugt, haben Sie sich auch schon mal über was geärgert, was Sie gemacht haben, wo Sie dachten, ach, das hätte ich mir jetzt auch schenken können, oder passiert einem das nicht so oft? Ein Videothema meinen Sie jetzt, dass ich mal gedacht habe, oh, das Video hätte ich mir sparen können? Ja. Also eigentlich nicht. Wenn ich das Video mache, habe ich eigentlich immer großen Spaß daran und beim Schneiden merke ich ja auch immer, hey, ist das Video cool geworden und wenn es mir gefällt, lade ich es hoch. Und ich habe ja ganz am Anfang auch schon gesagt, ich habe bis jetzt eigentlich noch kein Video auf meinem Kanal gelöscht, weil ich es irgendwie doof fand. Gibt es ja auch viele YouTuber, die regelmäßig alles aussortieren. Bei mir ist jedes Video, was ich mal gemacht und hochgeladen habe, eigentlich genauso noch zu finden. Weil es einfach zu mir, zu meiner Geschichte und zu der Geschichte von meinem Kanal und zu der Entwicklung gehört. So, jetzt machen Sie das ja, wenn ich das richtig durchgerechnet habe, ungefähr 5 Jahre. Was meinen Sie, wie ist es in 5 Jahren? Also setzt sich so eine, kann sich so eine Geschichte fortsetzen? Also mal unabhängig von der Frage, ob Sie noch 5 Jahre Lust dazu haben, das kann man immer so schlecht vorher wissen, wie lange man auf was Lust hat. Aber haben Sie so das Gefühl, dass sich diese Branche und das, was Sie machen, auch sozusagen so etabliert, aber trotzdem so bleibt, dass es den Leuten genug Faszination gibt? Also meinen Sie, dass wenn wir uns in 5 Jahren zu diesem Thema hier wieder treffen, ich komme da mit dem Rollator, aber das ist auch einer, das ist, dass Sie dann, dass das eine Aussicht oder eine Perspektive ist? Ich glaube schon, dass man mit in 5 Jahren immer noch Leute mit YouTube und YouTube-Videos begeistern kann. Gerade in den 5 Jahren, wo ich das Ganze jetzt mache, habe ich auch schon eine starke Entwicklung auf der Plattform und generell in Deutschland zu diesem Thema festgestellt. Die Videos, die Leute, die YouTube-Videos regelmäßig hochladen, sind viel vielfältiger geworden. Viel mehr verschiedene Themen sind mittlerweile vertreten und auf jeden Fall, denke ich, kann man das noch 5 Jahre machen. Ja, das, warum auch nicht? Also ich meine, unser Eindruck ist so ein bisschen, dass sich möglicherweise der Durchsatz der unterschiedlichen Plattformen ändert, dass die Geschwindigkeiten, in denen man woanders noch aktiv werden muss, zunimmt. Aber wie ich aus meinem Berufsleben dunkel erahne, gute Unterhaltung kann auch länger funktionieren. Apropos gute Unterhaltung, ich habe jetzt sozusagen noch die klassische Abschlussfrage, nur weil mir dafür das Gespür fehlt, weil ich nicht die klassische Zielgruppe bin. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man ein YouTube-Star ist? Können Sie jetzt da draußen über den Weihnachtsmarkt gehen und haben Ihre Ruhe oder machen Sie dann die nächsten 3 Stunden Selfies? Also ich kann auf jeden Fall dahin gehen, aber das haben Sie schon richtig erkannt. Man muss ein bisschen mehr Zeit mit einplanen. Sehr gut. Apropos mehr Zeit einplanen. Wir hatten genau die Zeit, glaube ich, eingeplant. Deswegen würde ich mich jedenfalls, was mich angeht, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja.